Tag für Tag gibt das Oberkommando der Wehrmacht Bericht über den erfolgreichen Einsatz der Luftwaffe. In den Abendstunden des 8. April griffen deutsche Heinkel-Kampfmaschinen wiederum ins Kaperfloh liegende Teile der gegnerischen Seestreitkräfte mit großem Erfolg an. Zwei große Einheiten, darunter ein Schlachtschiff, wurden durch Bombentreffer stark beschädigt. Drei weitere schwere Einheiten und Einschläge in nächster Nähe. Große Leistungen der deutschen Luftwaffe. Große Leistungen von Mensch und Maschine. Große Leistungen jener Männer im Hintergrund, die das Schwert am Himmel schmiedeten. Vor allem die Anordnung des einziehbaren Fahrgestells ist gut gelungen. Na, sind Sie zu einer Lösung gekommen? Ja, wenn wir den Rumpf hier etwas dicker machen, in diesem Betracht, bekommen wir die ganze Bombenlast hier unter und sparen dadurch Widerstand. Na, das bisschen Rumpfverdickung, das macht nicht viel aus. Dafür haben wir dann alle 2000 Kilogramm im Rumpf. Die ganz großen Brocken bleiben selbstverständlich aus. Ich glaube, wir müssen runter in den Windkanal. Das Modell wird gerade vermessen. Wir sprechen dann die anderen Pläne nachher durch. Hier die Polare können Sie sich gleich mitnehmen. Und die genaue Auswertung? Können wir gleich anschließend machen. Aber wollen Sie sich nicht erst das Abreißen der Strömung beim Überziehen ansehen? Gut. Dann fangen Sie bitte bei 0 Grad an und gehen langsam aber stetig bis 14 Grad. Der Abstand zum Seitenruderpedalen ist gut. Das kann so bleiben. Ja, wie ist das mit dem Brandhebeln? Kommst du da gut dran? Ja, es ist ein bisschen unbequem. Was meinen Sie, Herr Schwarzler? Können wir es etwas vorsetzen? Ja, wir haben jeden Zentimeter ausgenutzt. Das lässt sich kaum verbessern. Schön, aber eins möchte ich doch noch vorschlagen. Der Sitz muss ein bisschen höher gezogen werden. Der Oberschenkel bekommt dann eine bessere Stütze. Auf langen Flügen wird es nämlich ein bisschen ungemütlich. Das kriegen wir hin. Was ist? Ach, ich weiß schon. Vorhin im Windkanal habe ich gesehen, dass wir die Verkleidung der Motorhaube doch noch etwas ändern müssen. Das Übrige kann so bleiben. Na, und wie ist es mit der Sicht? Die Sicht ist prima. Ja du, ich finde, die rechte Strebe müsste noch etwas versetzt werden. Haben Sie es notiert? Ja, dann werden wir eigentlich fertig. Weit ist der Weg bis zum fertigen Flugzeug. Nachdem in der Entwurfsabteilung die vom Reichsluftfahrtministerium gestellte Aufgabe gelöst wurde, nachdem in den Forschungsstätten wie im Windkanal der Entwurf untersucht wurde und im Attrappenbau Gestalt annahm,
wird jetzt in den Konstruktionsbüros die Maschine bis in die kleinsten Einzelheiten durchgebildet und werkstattreif gezeichnet. Eine gewaltige Arbeit. Sind doch hierfür nicht weniger als 4000 solcher Zeichnungen nötig, die 500 Konstrukteure, Statiker und Zeichner in monatelanger Arbeit ausführen. In der Versuchsabteilung werden durch Belastungsproben an sämtlichen Bauteilen des Flugzeuges die Berechnung und Sicherheit der Konstruktion geprüft. Hier wird ein Teil des Steuerorganes, in diesem Fall die Höhenflosse, untersucht und die Belastung bis zum Bruch der Flosse gesteigert. Inzwischen führen die ersten Versuchsmaschinen ihre Versuchsflüge durch. Ständig wird aufgrund dieser Beobachtungen und Messungen das Muster He-111 verbessert und weiterentwickelt. Da, schaffen wir es bis morgen? Ja, bestimmt. Und übrigens, ich habe die Landeklappe doch etwas mehr ausschneiden lassen. Mehr als wir das letzte Mal besprochen haben. Der Abwind auf das Leitwerk wird jetzt viel kleiner sein. Die Maschine kann ruhig etwas mehr Stabilität vertragen. Ich habe es eben wieder gemerkt. Ich werde jetzt noch einen Rutsch machen. Also, dann bis morgen. Immer wieder startet die Versuchsmaschine zu Erprobungsflügen. Endlich ist die He-111 reif für den Serienbau. Hier können wir nicht vorhalten. Hier nehmen wir unsere Sprengnieder. Hierbei treibt eine kleine Sprengladung den Hohlnied auf der anderen Seite auseinander. Eine ganz einfache Geschichte. Beim Einbau der umfangreichen elektrischen Anlagen werden in einer He-111 2700 Meter Kabel und elektrische Leitungen verlegt. In der Endmontage werden die in den einzelnen Hallen wie Rumpf, Leitwerk, Tragflügelmittelstück und Außenteile zusammengefügt, die Motoren und Luftschrauben angebaut und alle übrigen für den Flugbetrieb und die Flugsicherheit notwendigen sowie die militärischen Einbauten vorgenommen.
So erfüllen die Männer im Hintergrund, jene ungenannten Konstrukteure und Ingenieure, Techniker und Flugzeugführer, Arbeiter und Meister, in gemeinsamer Arbeit ihre Pflicht für die Schaffung und Stärkung der deutschen Luftmacht. Ja, hören Sie bitte. Wann können Sie den Nachweis fliegen, dass sich die Geschwindigkeiten in der Serie nicht verändert haben? Von mir aus jederzeit. Die Wetterlage lässt es zu. Im Laufe des Tages haben wir allerdings mit Bewölkungszunahme und zunehmender Böigkeit zu rechnen. Dann am besten gleich. Also gut. Start 8 Uhr. Kommen wir hin mit der Geschwindigkeit? Ja, wir liegen sogar fast 10 Kilometer über der garantierten Leistung. Jetzt kommt ein Motorenflug. Mensch, ein fabelhafter Vogel. Nach wenn wir erst mit denen losschaukeln.